Hallo zusammen! Ist dir der Begriff Parataxe bei der Analyse eines Textes auch schon einmal begegnet? Wenn du zu diesem rhetorischen Stilmittel mehr wissen willst, dann bist du bei diesem Video richtig. Los geht's! Der Begriff Parataxe leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie Beiordnung, Koordination oder Nebenordnung. Es geht dabei um die Aneinanderreihung gleichrangiger, selbstständiger Sätze, also von Hauptsätzen. Anders formuliert, bei der Parataxe liegt eine Häufung von Hauptsätzen vor. Die Hauptsätze werden ohne Verbindungswörter mit Komma, Gedankenstrich, Semikolon oder mit Verbindungswörtern, also Konjunktionen, wie zum Beispiel und, oder, aber und denn verbunden. Ersteres nennt man asyndetisch, letzteres syndetisch. Die Aneinanderreihung von Hauptsätzen wird nicht durch Nebensätze unterbrochen. Auch die Reihung von Wörtern oder Wortgruppen gilt als Parataxe. Wenn ein Text vorwiegend in Parataxe geschrieben ist, spricht man von parataktischem Stil. Doch es gibt auch das Gegenteil von Parataxe, nämlich die Hypotaxe, bei der Haupt- und Nebensätze miteinander verbunden werden. Du willst wissen, warum das Stilmittel Parataxe eingesetzt wird? Nun, die Parataxe oder der parataktische Stil kann unterschiedliche Wirkungen haben. Die Parataxe kann zum Beispiel knapp und auf das Wesentliche konzentriert wirken. So entsteht der Eindruck, dass einfach, knapp, prägnant und verständlich erzählt wird. Allerdings kann die Parataxe durch die Verdichtung auf das Wesentliche auch den Eindruck einer undifferenzierten Aneinanderreihung bloßer Behauptungen erwecken. Der parataktische Stil wirkt auch absolut, da keine Erklärungen in Nebensätzen eingeschoben werden. Deshalb sind religiöse und theologische Schriften oft im parataktischen Stil verfasst. Ein Beispiel aus der Bibel. Das erste Buch Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Man kann die Parataxe grundsätzlich nicht einer bestimmten Epoche zuordnen. Gehäuft verwendet wurde der parataktische Stil aber in der volkstümlichen Dichtung, im Realismus und in der Lyrik des Frühexpressionismus. Auch bestimmte Autoren wie Franz Kafka oder Theodor Fontane sind für einen parataktischen Stil bekannt. Dennoch kann man nicht pauschalisieren und muss den jeweiligen Text genau analysieren. So findet man auch am Anfang der Novelle »Aus dem Leben eines Taugenichts« von Josef von Eichendorff aus der Epoche der Romantik einen parataktischen Stil. Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig, der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ein weiteres Beispiel stammt aus Franz Kafkas Der Aufbruch. Ich befahl, mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen. Ich fragte ihn, was das bedeutete. Und noch ein Beispiel, dieses Mal aus dem Expressionismus. Weltende von Jakob van Hoddes. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Okay, soweit zur Parataxe als rhetorische Figur. Die Periphrase ist ein weiteres bekanntes Stilmittel und darum geht es im nächsten Video, das du hier auf der linken Seite findest. Schau gerne auch in unsere große Stilmittel-Playlist, lass ein Abo da und gib uns einen Daumen hoch. Bis bald, mach's gut und ciao!